Und kurz möchte ich nochmal alle, die jetzt schon auf der Bühne waren, natürlich nochmal auf die Bühne bitten. Die Hochschule Bochum, Hochschule Technische Universität Braunschweig, Dresden, Göttingen, Heidelberg und dazu noch Bayreuth, Kunsthochschule Berlin-Weißensee, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Universität Konstanz und die Bauhaus-Universität Weimar. Ich gebe schon mal das Mikro weiter. Jetzt wird's ein bisschen eng. Ich stelle mich ein Stück weit an die Seite, damit Sie alle Platz haben. Sie sind instruiert mit einem kurzen Pitch. Genau, nochmal ganz kurz. Okay, Sie sind herzlich eingeladen. Verzeihen Sie mir den Fauxpas. Gut, ganz kurz, genau, eine Minute und Sie instruieren. Raimund Matros, Universität Bayreuth. Wir haben Digitalisierung schon recht früh auch als Leitungsfunktion in der Hochschulleitung verankert. Deswegen gibt es schon die Hochschuldigitalisierungsstrategie in zweiter Version. Wir haben uns mit zwei Themenschwerpunkten hier beworben und sind glücklicherweise auch hierher gekommen. Das ist einmal die Erhöhung der Studienerfolgsquote durch Digitalisierung und Nutzung der Datenspur der Studierenden. Und im Rahmen von MOOCs und E-Learning-Konzepten eine Erhöhung der Internationalisierungsquote. Vielen Dank. Ja, Andreas May von der Bauhaus-Universität in Weimar. Als Herr Träger vorhin gerade vortrug, dachte ich, oh Gott, da kommt der aber ganz viel bekannt vor. Also letztlich ist bei uns der Impuls ausgegangen von den zwei Programmen, die auch gerade genannt worden, vom Qualitätspakt Lehre und von Aufstieg durch Bildung. Wir waren bei beiden erfolgreich, hatten bei beiden die digital unterstützte Lehre mit verankert, haben dann ein eLab aufgebaut, eine Juniorprofessur für Instructional Design berufen und haben in der Zwischenzeit da eine ganze Menge bewegen können und sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir uns gefragt haben, okay, wir haben auf der einen Seite ganz viele Impulse, die entstanden sind jetzt an verschiedenen Stellen unserer Universität. Auf der anderen Seite haben wir eine Lehrstrategie, die haben wir 2015 erarbeitet, in der digitale Lehre eigentlich nur an der Stelle vorkommt, wo es um Flexibilisierung geht. Und diesen Prozess wollen wir jetzt gemeinsam angehen. Und da waren wir über dieses Forum hier begeistert, weil wir uns gesagt haben, das ist genau der Ort, um in den Austausch zu kommen und die Themen, die uns bewegen, und die sind jetzt auch nicht ganz anders, also uns bewegt eben Internationalisierung. Wir sind eine sehr internationale Hochschule mit 25% internationalen Studierenden und natürlich eben auch das große Thema, wie verbindet man Kunst, Forschung und Lehre gut miteinander. Und dazu wollen wir gerne digitale Tools nutzen. Danke, Herr May. Julius Ottmar, TU Braunschweig. Wir haben einen Prozess angefangen, bei dem wir uns, obwohl wir eine technische Uni sind, so positioniert haben, dass wir erstmal E-Learning abgeschafft haben und Medienbildung als Querschnittsthema gesehen haben und dann auf die Ausschreibung aufgesprungen sind, weil sie eben über Lehre in einer digitalisierten Welt argumentiert und es uns nicht um einen Digitalisierungsprozess geht, sondern um einen Prozess, der breiter ist. Wir sind losgelaufen mit zwei Schwerpunktthemen. Einmal Curriculum Design, also die Frage, wie kriegen wir neue Lehrformen verbindlich in Curricula und welche neuen curricularen Strukturen ergeben sich auch für den Bereich Weiterbildung. Und die zweite Frage war eine nach Lehre 4.0, also wo ergeben sich neue Vernetzungsmöglichkeiten. Damit sind wir losgegangen und dann hat sich das Thema aber ein Stück weit als trojanisches Pferd gezeigt, was uns die Möglichkeit gegeben hat, noch viel stärker über Lehre und Lehrqualität zu sprechen und sind jetzt in einem sehr spannenden Austausch, in dem es um verbindliche Qualifizierung für Lehrende auf allen Karrierepfaden geht, also ein Stück weg vom ursprünglichen Thema, aber alles durch diesen Prozess. Dankeschön. Ja, mein Name ist Andrea Dorothea Bührmann. Ich bin die Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Chancengleichheit und möchte mich zuallererst bei unseren Reviewern bedanken, bei den Peers. Wir haben, das hätte ich nicht gedacht, noch viel mehr dazugelernt.
Und wie Herr Meister gerade gesagt hat, Göttingen eine altehrwürdige Universität. Und dann ist es selbstverständlich, dass wir uns mit Digitalisierung auseinandersetzen, weil wir ja der Aufklärung verpflichtet sind. So, jetzt höre ich auf mit dem Werbeblock. Wir haben die Digitalisierung, sehen wir im Bereich Studium und Lehre, immer in einem Dreiklang aus Internationalisierung und Diversitätsorientierung. Alle drei Aspekte sollen uns dabei unterstützen und vor allen Dingen die Studierende eine forschungsorientierte Lehre zu ermöglichen. Dabei wollen wir selbstverständlich auf die unterschiedlichen Fachkulturen Rücksicht nehmen. Also als Germanistin habe ich etwas anderes im Sinn mit Digitalisierung als als Informatikprofessor. Das gilt es zu betrachten. Und wir haben die Idee, dass unsere Studierenden alle diejenigen Kompetenzen im Bereich Digitalisieren erlernen, die sie brauchen. Wir verfolgen hier den Befähigungsansatz, also nicht mit der Gießkanne sind wir unterwegs, aber auch nicht nur Einzelförderung, sondern wir wollen uns ansehen, was brauchen bestimmte Gruppen von Studierenden bzw. Einzelne und wie können wir die befähigen, ihre digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Das ist unsere Strategie und das hat dann auch zur Folge, dass die Studierenden in unserer Strategie ausgesprochen wichtig sind. Wir haben schon angefangen, einen Think Tank mit den Studierenden zu entwickeln und wollen in kleinen Gruppen im Zuge der Umstellung auf die Systemakkreditierung jetzt auch curricular das Thema Digitalisierung adressieren. Vielen Dank. Dankeschön. Mein Name ist Eva Waller von der Hochschule Bochum. Die Hochschule Bochum ist mit 8000 Studierenden etwa eine der kleineren Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Und vom Fokus her haben wir uns als neues Präsidium vor 2 Jahren tatsächlich die Digitalisierung auf die Leitplane geschrieben und haben von Anfang an gesagt, wir sehen es nicht nur als Lehre, als Impuls für die Lehre, sondern insbesondere auch für Infrastruktur und auch für die Forschung. Das heißt, wir wollen dort den Dreiklang sehen. Gekennzeichnet sind wir tatsächlich durch eine dieser heterogenen Zusammensetzungen. Ich glaube, es gibt in Nordrhein-Westfalen 64 Möglichkeiten, eine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen und wir haben sie alle. Wir haben Studierende, wie viele von Ihnen auch, die mehr arbeiten als studieren und das bedeutet auch, eines unserer Handlungsfelder ist ganz klar, wie wollen wir diese Diversität, diese Heterogenität der Studierenden, wie wollen wir sie zum einen nutzen, aber wie wollen wir auch helfen, dass diese Studierenden tatsächlich einen Abschluss erlangen. Der zweite Punkt ist nicht etwa Internationalisierung im Fokus, obwohl das in meinem Beritt ist, sondern tatsächlich Industrie 4.0. Im Wesentlichen sind wir eine technische Hochschule. Das heißt, wie werden wir unsere und wollen wir unsere Studierenden, aber vor allen Dingen auch unsere Lehrenden für Industrie 4.0 tatsächlich, wie wollen wir sie mit welchen Kompetenzen ausstatten? Und in dem Kontext hat uns wirklich die Peer-to-Peer-Beratung sehr geholfen. Vielen Dank nochmal. Wir haben auch 5 Handlungsempfehlungen bekommen und sind jetzt gerade dabei, wie wahrscheinlich wir alle hier, sie abzuarbeiten. Eins nach dem anderen, sind auf einem guten Weg. Vielen Dank. Mein Name ist Ralf Sonntag von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Dresden, man könnte sagen Hotspot der Digitalisierung, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Wir haben Infineon, wir haben AMD, wir haben Bosch mit IoT-Sensoren. Wir sind Teil des Digital Hubs der Bundesregierung. Und somit kommen unsere Studierenden genau aus dieser Region mit quasi schon digitalen Blut. Aber, und dann haben wir gesagt, wie stellen wir uns als Hochschule auf? Und haben gesagt, wir fangen mal an als eine Digitalisierungsstrategie. Auch durch das Rektorat haben wir angefangen. Aber da hat sich draußen die Welt der Digitalisierung schneller gedreht als in der Hochschule innen. Und diesen Erfahrungsprozess, dass draußen deutlich mehr digital ist als innen, haben wir kennengelernt, haben festgestellt, dass wir eigentlich in dem Bereich nicht Digitalisierung sind, sondern Change Management, sehr viel darüber gelernt, was eigentlich Veränderungsmanagement sind von der Digitalisierungsstrategie jetzt mehr oder weniger bei einer Lehrstrategie gelandet und bei ganz vielen unterschiedlichen Beteiligungsprozessen, um überhaupt für dieses Thema zu werben und zu etablieren.
Ja, Holger Meh von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Die pädagogischen Hochschulen sind eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Kurz gesagt, unser Hauptgeschäft ist die Lehrerbildung. Und damit sind wir in einer Doppelfunktion drin. Wir wollen zum einen natürlich Digitales verstärkt in unsere Lehre integrieren. Gleichzeitig ist es aber auch Ziel, bei unseren Absolventen eben digitale Kompetenzen zu entwickeln. Denn wir haben ja gehört, es kommen 5 Milliarden auf die Schulen zu. Wir hoffen es, ja. Die Freude ist tatsächlich in den Schulen teilweise sehr geteilt darüber. Und das hat etwas mit einer gewissen diffusen Angst davor zu tun. Und wo kann man besser die Grundlagen legen, um diese Angst vielleicht ein bisschen zu mindern, indem man es eben in die Ausbildung, ins Studium direkt integriert. Das war unser Ausgangspunkt. Wir hatten zuvor schon, eigentlich seit fast 20 Jahren, jede Menge Projekte in dieser Richtung. Wir haben einige High-Performer bei uns an der Hochschule, die es schon sehr selbstverständlich mit digitalen Anteilen in ihrer Lehre jonglieren. Wir haben es aber noch nicht geschafft, das wirklich so in der Breite voll zu implementieren. Und da hat uns die Peer-to-Peer-Beratung sehr geholfen. Einerseits uns nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns mal stärker wieder um unser Absolventenprofil kümmern müssen, um zu sehen, welche digitalen Kompetenzen gehören da rein, was muss da also entsprechend weiterentwickelt werden. Und zum anderen hat es uns noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen, dass wir eigentlich schon sehr viel Kompetenz im Haus haben, aber das eher so vielen losen Enden oder vielen losen Fäden gleicht, die man jetzt mal wieder ein bisschen entwirren muss und zu einem tragfähigen Netz zusammenknüpfen muss. Und dafür war die Beratung wirklich äußerst hilfreich. Dankeschön. Ja, guten Tag. Nils Krüger von der Kunsthochschule Berlin in Weißensee. Wir sind noch kleiner als die 8000. Wir sind bei 800 Studierenden und sind eine Hochschule für Gestaltung und Künste. Und Sie können sich vorstellen, bei 800 Studierenden quer über 10 Studiengänge, dass das relativ kleine Studiengänge sind und dass auch zwischen den freien Künsten bis hin zum Produktdesign sehr unterschiedliche Akteure auf Lehrendenebene wie auch auf Studierendenebene unterwegs sind. Wir verstehen uns in der Tradition des Bauhauses, das heißt, wir sind sehr praxisorientiert, Werkstätten und Material sind sehr wichtig für uns, Material explizit auch digitales Material. Und die zweite Näherung ist, dass für uns als Gestalter natürlich die Konsequenzen der Digitalisierung als soziales Phänomen interessant sind, wo wir viele Ansätze inhaltlich sehen. Das können wir schon relativ gut und auch in den Werkstätten sind wir punktuell sehr gut ausgestattet. Und fragen uns aber seit längerem und seit 2 Jahren schon etwas intensiver, was bedeutet denn dieser Ausbau der Digitalisierung, die Veränderung in all dieser Diversität, die wir ja auch beobachten können in den Werkstätten und Technologien, für eine kleine Hochschule wie uns. Wir haben eine hochindividuelle Lehre, fast alles wird in Projekten Größenordnung 5 bis 15 Studierenden vermittelt. Es gibt sozusagen keine übergreifende digitale Ausbildung und kann es eigentlich auch gar nicht geben, zumindest nicht so, wie wir sie bisher kennen. Und deshalb fragen wir uns 2 Dinge. Gibt es sowas wie ein, ich sag mal, Kompetenzkatalog, ganz weich formuliert, also jenseits konkreter Software, jenseits konkreter Technologien, die wir individuell unseren Studierenden mitgeben können? Das interessiert uns. Und das Zweite ist, dass wir das Gefühl haben, dass vielleicht auch Hochschulstrukturen, so wie sie personell, aber auch sozusagen in der Ausstattung bisher gedacht sind, schnell an die Grenzen stoßen, gerade bei so einer kleinen Hochschule, wie wir sind, weil für welche Technologie sollen wir uns entscheiden, um sie unseren Studierenden vermitteln zu können? Für welche personelle Unterstützung sollen wir uns entscheiden und in welchen Modellen sollen wir das tun? Deshalb glauben wir, das ist heute auch erwähnt worden, dass natürlich Kooperation und vielleicht auch neue Formen von Zusammenarbeit gerade für uns kleine Hochschule sehr wichtig ist und interessant ist. Und wir auch das Gefühl haben, dass größere Modelle, die im Moment gefahren werden, vielleicht für uns noch gar nicht funktionieren oder gar nicht funktionieren können. Das interessiert uns im Sinne sozusagen der Qualität in der digitalen Lehre, das unter dem Spektrum der Individualität. Und deshalb freuen wir uns, dass wir ausgewählt worden sind, sind gespannt, was bei uns passiert. Danke. Ja, Olga Burkova von der HAW Hamburg, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Wir sind die drittgrößte Fachhochschule Deutschlands und sind sehr, sehr breit aufgestellt, angefangen von Design bis zum Maschinenbauern und sozialen Arbeit.
Also insofern versprechen wir uns von unseren strategischen Überlegungen, die wir seit einiger Zeit anstellen, dass wir ein stärkerer Kompetenzpartner für Digitalisierungsfragen in der Metropolregion Hamburg werden. Und somit betreiben wir Digitalisierung sowohl strategisch als auch teilweise in der Umsetzung mit zwei Zielsetzungen. Zum einen geht es um die Modernisierung von hochschulinternen Prozessen und zum anderen geht es darum, tatsächlich die Hochschule im Sinne der Digitalisierung profilbildend weiterzuentwickeln. Und seit einem Jahr haben wir ein neues Amt, Vizepräsidenten für Digitalisierung, welches ich ausführen darf. Und wir sind gerade dabei, einen ersten Aufschlag für die Strategie, für die Digitalisierungsstrategie der Hochschule zu entwickeln. Die Hoffnung haben wir noch nicht aufgegeben, aber wir werden das einfach sehen, was im Rahmen des Peer-to-Peer-Beratungsprozesses rauskommt. Beworben haben wir uns mit zwei Schwerpunkten, die für uns besonders relevant sind. Zum ersten im Bereich der Digitalisierung der Lehre, das Thema Curriculumsentwicklung. Aufgrund der Breite unserer Hochschule haben wir festgestellt, dass letztendlich alle Fachdisziplinen davon betroffen sind. Und alle Fachdisziplinen müssen sich fragen, mit welchen Kompetenzen und mit welchen Anforderungsprofilen verlassen unsere Absolventinnen und Absolventen unsere Hochschule und erreichen dann eigentlich Wirtschaft und andere Arbeitgeber. Und insofern haben wir uns mit dieser Fragestellung beworben, wie können wir tatsächlich im Spagat zwischen den dezentralen Inhalten in einzelnen Studiengängen und zentralen Strukturen das Thema Curriculumsentwicklung an der HAW vorantreiben. Und das zweite Thema, mit dem wir uns beworben haben, da wo wir gerade am Anfang stehen, das Thema Weiterbildung. Heute im Vortrag klang das Thema auch sehr deutlich, dass die Hochschulen natürlich diese Aufgabe verstärkt wahrnehmen müssen. Und in Anbetracht des lebenslangen Lernens wird uns das Thema verstärkt künftig begleiten. Also insofern freue ich mich, dass wir in die engere Auswahl gekommen sind und freue mich auf den Beratungsprozess. Anke Waldau, Universität Konstanz. Die Universität Konstanz hat so Anfang der 2000er begonnen, sich mit Digitalisierung in der Lehre zu beschäftigen, als sie nämlich die Semesterapparate digitalisiert hat und dabei auch das Learning Management System ILYAS eingeführt hat. Mit dem Qualitätspakt Lehre wurde dann auch die didaktische Unterstützung von Lehrenden ausgebaut, sodass wir heute technische und didaktische Unterstützung gemeinsam haben. Als forschungsstarke Universität legen wir besonderen Schwerpunkt in der Lehre auf forschungsorientierte Lehrformate. Gleichzeitig sind wir uns aber natürlich auch dessen bewusst, dass ein Großteil unserer Absolventinnen und Absolventen in Berufe in Wirtschaft und Gesellschaft geht nach dem Abschluss, sodass wir auch die Praxisorientierung im Studium fördern wollen. Im Rahmen der Peer-to-Peer-Beratung haben wir deshalb die Frage gestellt, wie wir technologische Unterstützung in diesen beiden Lehrformaten gewinnbringend für uns einsetzen können, das flächendeckend an der gesamten Uni, aber gleichzeitig fachspezifisch. Wir wollen auch einen besonderen Fokus legen auf Möglichkeiten von Openness für Erschließung neuer Zielgruppen und von Internationalisierung durch Kooperationen. Genau, wir freuen uns auf den Prozess. Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Und auch einen herzlichen Dank, dass Sie uns den Programmpunkt überhaupt ermöglicht haben mit den Marktständen, die Sie vorbereitet haben. Ich bitte Sie, nochmal Platz zu nehmen, ganz kurz. Ich würde noch mal ein paar Worte zum Organisatorischen sagen. Nur ganz kurz, bevor es losgeht in den Markt, zur Vollständigkeit. Die Universität Stuttgart ist zwar heute nicht da, aber hat auf jeden Fall auch einen Marktstand mitgebracht. Die Vertreter von Harz, gucke ich in die richtige Richtung? Nein? Okay. Ah ja, alles klar, Entschuldigung. Die sind auch da, haben keinen Marktstand mitgebracht, aber sind zum Austausch auf jeden Fall da und freuen sich aufs Netzwerken. Ich bitte Sie gleich relativ selbstständig, sich an den Marktständen zu verteilen. Wir haben jetzt kein großes organisatorisches ringsrum geplant, sondern dass Sie sich gleichmäßig verteilen. Wir versuchen alle 20 Minuten ein Zeichen zu geben, dass Sie auch den Marktstand mal ein Stück weit wechseln. Versuchen Sie sich da gut zu verteilen.
Wo sich die Marktstände befinden, lassen wir hier die ganze Zeit eingeblendet. Wir haben auch einen Lageplan rausgegeben, wo Sie sich gut informieren können, wo die Marktstände sind. Der Markt der Möglichkeiten endet mit der Mittagspause um 13 Uhr. Auch das werden wir mit einem Zeichen, mit einem Gong, werden Sie darauf hinweisen. Um 14 Uhr geht es nach der Mittagspause direkt mit den Themensessions weiter. Wir treffen uns nicht nochmal hier. Sie gehen selbstständig in die Themensessions, für die Sie sich vorher entschieden haben. Und einmal 14 bis 15 Uhr und dann 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr finden die Themensessions statt. Hier treffen wir uns wieder um 16.45 Uhr zur Podiumsdiskussion. Da sind wir wieder alle zusammen in diesem Raum. Und wenn Sie Fragen haben, wenn es irgendwo hängt. Wir sind ansprechbar vom HFD, wir tragen die schwarzen Bänder und ich wahrscheinlich den ganzen Tag mein gelbes analoges Tablet mit mir rum und sprechen Sie uns an, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Und ich wünsche Ihnen einen guten Austausch und wir sehen uns hier wieder 16.45 Uhr. Vielen Dank. Applaus